So. Da ist Rotten Flash drin. So. So, übrigens, das Schöne an diesem Crafting Table ist hier, warum das funktioniert. Das ist eigentlich der Standard Crafting Table. Wenn man den aber nochmal ins Crafting Feld legt, bekommt man diesen Tisch raus, der dann von Tinkers ist. Der behält die Items drin, wenn man sie reinlegt. Die fliegen einem dann nicht wieder direkt um die Ohren. Jo. So, was wollte ich tun? Ich hab's wieder vergessen, wie immer. Im Kreis rennen und schreien. Wie immer hab ich's vergessen. Nein, jetzt ist es schon langsam Standard, dass wir in den Kreis rennen und schreien müssen. Ja. Irgendwann kriege ich euch auch dazu, das wirklich zu machen. So. Ich wollte noch ein bisschen von dem Vorgartenweg nehmen. Ich gehe mal in die Höhle runter, vielleicht ist da noch ein Gravel. So. Ich sehe gerade, wir haben jetzt das Tinkershaus nicht komplett mittig gegenüber dem jetzigen Haus gemacht. Ist das schlimm? Nö, weil das andere Haus wird ja auf jeden Fall auch noch größer, da willst du in der Bruchbude wohnen. Nö, nicht wirklich. Okay. Ich hab Gravel gefunden. So, hier haben wir wieder ein paar Beeren. Da noch nicht. Das Schöne ist, der Gravel ist mittlerweile so langsam beim Runterfallen, dass ich sogar den Block noch drunter drüber abbauen kann, bevor der runtergefallen ist. Bei mir wird es gleich Klong machen. Und jetzt hat's Klong gemacht. Und das Eisen nehme ich auch noch mit. So. Doc, hast du auch immer so schöne Kommentare, muss sagen, du musst die Erze abbauen, weil da hinten, oder du musst die Sachen abbauen, weil da hinten befindet sich auch immer noch was, was man abbauen kann. Nö, eher selten. Also das letzte Mal, wenn jemand gesagt hat, ich habe Diamanten übersehen, ist ewig her. Ah, okay. Ne, ich fand den Kommentar mal lustig, als ich den gelesen habe. Du musst den Block, den Blöcke abbauen, dahinter findest du meistens was, habe ich mir gedacht. Super, bei Minecraft, wo du jeden Block abbauen kannst, ist das klar. Ich glaube, die meinten aber so... Bei Minecraft muss ich die Blöcke abbauen. Ja, die meinten, glaube ich, die Blöcke, die Erz- und Gravel-Blöcke und so, die man so findet. Ah, da ist Flint, okay. So, da ist Sand. Ich muss noch mal an die Säge. Wow. Ich muss noch mal an den Tisch. Ja. Ich muss nämlich noch mal los. Am besten sterbe ich jetzt. Aha, man kann einen Eisenhammer mit 6 Eisen und einem Eisenhelm machen. Wurde mir da gerade angezeigt. Ja, aber es geht nicht. Habe ich schon probiert. Das ist einfach nur ein Grafikbug. Okay. Diesen Wasser habe ich auch schon gesehen. So. Also ich muss sagen, der dunkle Boden gefällt mir irgendwie. Der passt gut zu dem... Ja, das hat Soundcraft cool gemacht im Vierer. Ja. Das passt auch gut zu dem Dingsbumsholz hier. Man sieht mich jetzt hier übrigens zum ersten Mal In Unterwäsche. Nein, Unterwäsche habe ich immer noch nicht. Dragtech-Sachen basteln. Aha, was bastelst du denn gerade? Ich mache mir jetzt eine Säge. Und habe dafür zum ersten Mal selbstständig Platten gemacht. Wie gesagt, wenn du das Steam komplett verstanden hast, komme ich gern vorbei. Ich habe das komplett nämlich verstanden habe. Die ist hier ist H2 oder ist H1 von ihm. Aha. Ich hab's noch nicht ganz begriffen. Ich hab verstanden Steam und dachte mir, ja, das ist so eine Plattform, da kann ich Spiele runterladen. Das ist Kannst du ja auch probieren. Dampf, weißt du, ne? Das komische Zeug, was, wenn's heiß wird, Aua macht. Oh, Grape geht nicht. Dampf macht Aua, wenn er heiß wird. Interessante These.
wenn er heiß ist. Ich befürchte, ich werde noch mehr Limestone brauchen, bevor ich hier weiterbauen kann. Du musst aufpassen, es gibt zwei Arten von Limestone. Mir ziemlich egal, solange ich das rausbekomme, was ich haben will. Nee, das eine ist für die Straßenmäher da, das müssen wir mal umbenennen. Aha. Ja, dieses, wo du den Dust rausbekommst. Ja. Da habe ich bisher noch nicht gefunden. Ist es grünlich? Ja. Aha. Ah doch, das habe ich auch schon gefunden und dann habe ich es ignoriert, weil ich gemerkt habe, dass ich das nicht kombinieren kann. Auf jeden Fall ist das hier die Grundform meines Hauses und für meinen Tinkers-Bereich will ich hier vorne einen kleinen Anbau bauen. Deswegen ist der eine Baum doch gerade schon weggekommen. Und wenn wir denn schon das Fundament bekommen, brauche ich mehr Limestone. Also ja, und es kommt Sawdust raus. Und wenn ihr fragen solltet, was klingt da wie ein Heli, das ist Doc. Hubschrapp. Genau. So, wo haben wir von dem was gelagert? Da. Sehr schön. Ich das auch mal los. So. Ich glaube, wir haben jetzt dann genügend Grout. Gut. Ich hoffe, das spricht man so richtig aus, Doc. Du bist ja unser Spanner. Ich nenne es auch immer Grout, von daher gehe ich davon aus, dass es richtig ist. Sehr schön, ich habe gerade das dritte Buch gekriegt. Hast du da auch schon eins? Das zweite habe ich, glaube ich, schon, ne? Ich habe dir mal ein paar Fackeln, ich weiß nicht, ob du noch welche hast. Ich habe noch 16. Ja, jetzt wieder. Oder hattest du noch? Nö. Na, muss noch auf zwei warten. Also, ich beende meine Hier Folge. Ist noch ein Enderman. Schon, hier ist noch ein Enderman. Noch willst du noch mal? Da ist ein Creeper. Sammeln, das heißt, wir können beim nächsten Mal weiterbauen, wenn die sich da gerade versuchen, gegenseitig Luft zu jagen. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Wenn's geht, lass den nicht hoch. Ansprüche hier. Der steht genau neben unserer Smeltery. Der kann. Ich glaube, der kann sich auf dem Holz nicht bewegen. Kann das sein? Frage unseren Professor. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. So, Enderman. 3, 2, 1, drauf! Wo ist er? Bin fast tot. Ich auch. Ich hab eine Enderperle. Danke. Schön. Gratuliere. Wir sind immer. Ich bin bis jetzt der einzige von uns zwei, wo gestorben ist. Toll! Mir fehlt. Ich habe auch nur zwei Herzen. Ich glaube, ich war auf anderthalb runter oder so. Ich auch. Ich habe gleich wieder gefuttert. Aber das ist schön, dass wir die Enderperle haben. Das heißt, wir können dann unseren Verzaubertisch bauen. Schön. Wenn wir im Nether waren. Ja. So. So, und eigentlich wollte ich nur Fackeln anbringen draußen, aber... Da hast du mir spontan doch lieber den Enderman verprügelt. Ja. Ich sehe immer noch einen. Das wird sowieso noch lustig, bis wir die genügend verprügelt haben, dass wir ins End kommen. Sollte man vielleicht vorher ein paar Lappis auf das Schwert draufhauen. Smeltery Drains habe ich jetzt zwei. Das ist sehr gut. Und Glas müssen wir auch noch bearbeiten. So. Okay, du kommst dahin, du kommst dahin. Und ich habe mal wieder natürlich volle Kanne auf die Stoppuhr kauen, nämlich gar nicht. Ja. Du bist jetzt ungefähr bei 30 Minuten. Sehr schön. Ja, zur Not cutten wir einfach. Ja, ja, cutten. Mehr harte Cuts. Your face. Ach. Ja, danke. Bitte nicht platzen, danke. Ja, ich gebe mir Mühe. Ach, ich habe für dich extra, kannst du mir eingeben, Ed Steve Doc. Ach, du meinst mich? Letztes Mal, wenn du jemanden angesprochen hast, dachte ich mal, du meinst, war es immer Jürgen. Nein.
Und zwar, wenn du Add Steve unten im NEI eingibst, die ersten zwei Blöcke. Ach, im NEI. Machine Inventory Manager, sehr schön. Ich habe mir gedacht, das könnte bestimmt was für dich sein. Ich habe bisher noch nicht mit rumgespielt, aber ich bin gespannt, was der kann. Er ist sehr mächtig. Ja, bis jetzt, was ich so gesehen habe. Also er kommt an, wie gesagt, Gregorius und der andere da, den wo wir da haben. Es gibt einen, der ist noch extremer als Greg. Also, und der kommt, aber ist aber nicht auf meinem Mist gewachsen, muss ich dazu sagen. Und zwar der... Wie heißt der denn wieder? Letztes Mal habe ich ihn doch so schnell gefunden. Enhanced, bla bla. Nein, Engineers Toolbox? Nö. Doch. Der ist es. Engineers Toolbox. Da freust du dich. Aha. Also, ja. das ist einer, der schon mit dem neuen Thermal Expansion zusammenarbeitet. Wobei Tinkers macht das ja mittlerweile auch schon. Finde ich ja richtig cool. So, ich werde jetzt aber mal offline gehen. Jo. Ich nehme noch ein bisschen. Ich will noch die Smeltery fertig kriegen. Ja, dann euch viel Spaß noch. Ja. Genau. Ihr auch. Und dir ein frohes Fest. Danke. Euch auch. Und auch an alle Zuschauer, die gerade nachzugucken. Tschüss. Tschüss. User left your channel. So. Jetzt sind wir wieder allein. Jo. Die Troll-Area ist vorbei. Ich hab das Gefühl, dass wir so langsam aber sicher wieder Cobblestone brauchen. Ah, ja, ich kann dann gleich nochmal lostigern. Ja, kann ich auch. Meine Picke ist ja noch frisch. Nehme ich das Hüllchen? Ja, da ist ja auch Steine. Oh, hallo Spinni. So, vor allem, Jürgen. Ja, hier. Wenn ich richtig gezählt habe, also ich hoffe es bei mir, befinden wir uns gerade im zweiten Teil, also bei mir in der zweiten Teil. Und wenn ich die Tage richtig gerechnet habe, müsste heute der 31.12. sein. Ui, na dann. Das heißt, ich werde am Schluss etwas von in der Folge cheaten. Ich hoffe, das seid ihr mir nicht böse drüber. Oh, ich ahne es. Aber zur Feier des Tages wird es dann ein kleines, Feuerwerk hingeben. Dass sich auch Minecraft ins neue Jahr verabschiedet. So, das heißt jetzt, ich brauche noch Glas. Ich habe da hinten noch einen Ofen. Und Pete haben wir ja auch mittlerweile in rauen Mengen. Pete, wo bist du? Den habe ich eigentlich in die Kiste getan. Ah, ich habe ihn gesehen. Danke. Und ich habe natürlich kompletten Sand verbraucht, wo ich gehabt habe. Held. Ah, da ist ein wenig Sand. So, ich mache mal eine ganz spannende Arbeit hier. Deine klopfen? Mhm. Ja, das ist, solange du die nicht noch spannendere Arbeit machst, Obsidian klopfen. Oh ja. Nee, die spare ich mir noch. Das machen wir dann später. Es wird dann eine Special-Episode. Wir suchen uns aber einen kleinen See aus, bitte. Ja, genau. Wir nehmen einen aus dem Nether. Ja, genau. Komplett leer klopft. Wir sehen uns dann in Folge 3597 wieder. Ja, okay, aber das im Nether wird schwer, daraus Obsidian zu kriegen. Ja, stimmt auch wieder. Weil du musst ja schon mal Wasser dahin kriegen.
So, meine Spitzhacke ist kaputt. Ich habe fast 2 Stacks Steine. Sehr schön. Wie gesagt, bei Filleraufgaben ist es sehr schön, Cap the Filler Modus dabei zu haben. Mittlerweile ist auch Tag. So, was will ich mit einem Pete? 1, 2. Und ich glaube, es ist, wie heißt das, wie heißt der Tweaker? Nicht der Maus-Tweaker, sondern der andere? Mein Tweaker. Oder nee, was meinst du? Ach, Inventory, ja. Der sich mit, etwas mit dem, ja, lieben, netten Chicken Bones, streitet. Denn wenn ich nach oben und nach unten scrolle mit dem Mausrad, geht's einigermaßen. Wenn ich jetzt aber in einem Feld bin, dann nicht. Also die hauen sich da gegenseitig auf die Füße. Aha. Schade, ich hoffe, dass das noch rauskriegen. Weil wie gesagt, ab 1.64 geht das wieder mit dem Rollen wieder mit der Maus. Aber wie gesagt, wenn das eine Inventar und das andere Inventar wegen auseinander sind, dann spackt es ja wegen rum. Nicht sehr schön. Hast du aus Versehen auch Limestone mitgebracht? Nein. Hat meine Spitzhacke nicht mehr zugereicht. Aber ich kann ja reparieren und da war ja genug Limestone. Sehr schön. So, die erste Phase ist fast fertig. So, der Ofen ist fertig. So, dann drücken wir mal die C-Taste. Und dann machen wir klack, klack, klack. Hier sind aber noch 3 Limestone. Aber 3 ist zu wenig, ne? Ja, ich brauche 4. Ja, ganz habe ich noch nicht verstanden, wie man den aufbauen muss, weil ihr habt gesehen, ich habe es jetzt richtig rum gemacht. Und es war trotzdem falsch rum. Was? Wie? So, jetzt habe ich das Becken und jetzt reiße ich es nochmal ab, weil ich möchte eigentlich... Ach, nee, das kann ich doch so hinmachen. Weil da müsste ja noch Automatisierung hin irgendwann. Ja. So, und bevor ich dich wieder losschicke... Ich bin schon weg. Schon wieder losrennst, ja, rennst zurück. Was denn? Du kriegst was von mir. Ich krieg was. Du kriegst was? Keine auf die Mütze, keine Angst. Das ist andere Abteilung. Bin da. Viel Spaß. Eimer. Lava. Eimer. Ah, okay. Da du ja gesagt hast, wir haben da etwas Lava gefunden. War das... das war in der großen Höhle, ne? Ja. Ich war jetzt im Höhlchen, aber ich kann auch zur großen Höhle gehen.